Hallo, ich heiße Sven und ich bin der Meinung, jeder sollte mit Legosteinen spielen. Hier werden alle wieder zum Kind und holen das innere Kind heraus. Und das ist auch das Schöne, was ich genieße. Und in der Immobilienbranche ist es besonders einfach, weil ich baue. Und das tue ich hier auch. Ich baue mit Steinen. Boah, das ist ganz schön viel hier. Man merkt, dass das total seine Leidenschaft ist. Und wenn er davon erzählt, dann kann er auch wunderbar jeden sofort mit in seinen Bann ziehen. Platzmangel ist groß. Man sieht ja, dass wir an allen Ecken und Enden Engigkeiten und Engpässe haben. Karussell zum Beispiel, das macht Musik und kann sich drehen, wenn ihr da noch einen bewegten Take machen wollt. Das ist ja cool. Das ist eigentlich auch eins meiner Lieblinge. Da bist du in der Spiegelung, warte ganz kurz. Okay, und ich bin oben. Wenn ihr keine Personendopplung haben wollt, müsst ihr eben... Ja, super mit euch. Was ist das denn für ein hohes Modell, dass da oben was aufgeklappt werden kann? Ich wusste jetzt gar nicht, dass der Seite, das ist dann Fanta A, weil der jetzt auch gerade ja neu rauskommt, die Fanta, wird ja gerade und ja. Was mir da eben noch alles, da hat man neulich einen, der hat so ein kleines Autobahnschild gehabt, das war dann Fanta A4. Fanta A4? Den hatten wir dann auch. Ich mobb dich, wer hat dann so einen Scheißmüll von mir? Selber schön, wenn du so guckst. Stehe, okay, und er trägt da gerade genau, an. Das ist auch das T-Shirt, was er anhatte, der hat das dann selber auch so gepimpt, dass es halt eben... ...und die Steine bestellt, und das war noch ohne Lego, also Lego ziert sich ja eh da so ein bisschen. Und das ist also aus meinem Kopf so entstanden halt, komplett. Nur eben mit der Hilfe, dass ich halt das Computerprogramm ein bisschen umgehe. Okay, dann bitte nochmal drauf drücken. Und bitte.
Ja, ich habe als normaler Jugendlicher auch mit 14 aufgehört mit Lego. Dann kam es irgendwie erstmal in den Keller und ist dann da auch geblieben. Teile wurden sogar verkauft oder frevligerweise verschenkt. Und dann war eigentlich erstmal fast 30 Jahre gar nichts mit Lego. Und 2009 hat meine Frau, die ist halt Diakonin, gesagt, Mensch, ich würde mal mit Kindern in der Gemeinde gerne die Passionsgeschichte aus Lego nachbauen. Und kannst du mir da helfen? Du kennst dich mit eBay aus, bestell das doch mal da und so. Und dann habe ich ein bisschen bestellt und geholfen und dann haben wir das gemeinsam aufgebaut. Heute hier? Also wir haben, ich sag mal, bei einer halben, dreiviertel Million aufgehört zu zählen. Wir sind immer noch am Inventarisieren. Ich schätze jetzt mal, es geht an die 1 Million Steine, 1000 Bausätze, die noch gar nicht alle aufgebaut sind. Da haben wir gar nicht den Platz für 2000 Minifiguren. Das ist so das, was sich hier im Moment angesammelt hat. Können wir das einmal nochmal wiederholen? Denn ich denke, hier werden alle wieder zum Kind und holen das innere Kind heraus. Und das ist auch das Schöne, was ich genieße und warum ich auch gesagt habe, für die Zeit, bis wir größere Gebäude haben, stifte ich mein Haus und öffne das schon für euch, damit das möglich werden kann. Genau. Also in der Immobilienbranche ist es besonders einfach, weil ich baue. Und das tue ich hier auch. Ich baue mit Steinen und hier baue ich mit Lego-Steinen. Das Also das älteste Stück ist mein Jeep, den wir hier haben. Den habe ich so als 4- oder 5-Jähriger geschenkt bekommen und der ist auch als einziger noch übrig geblieben. Und den hege ich auch so ein bisschen, weil das halt zeigt, so hat Lego angefangen mit eckigen Steinen, mit ein paar Rädern und hat sich dann eben ganz entwickelt bis hin zu den Sachen, die heute halt sind. Das ist aus dem Thema Star Wars, was auch ganz oft oder ganz viel von den Kindern bespielt wird. Dieser All-Terrain-Transport, der elektrisch ist und sogar laufen kann. Und ganz aktuell, was ich im Moment am schönsten finde, sind auch immer die Stücke, die ich am frischesten gemacht habe. Das ist halt eben ein Kronleuchter, weil ich ja hier ein Haus habe und als Hausherr habe ich dann gedacht, ist es vielleicht auch schön, wenn wir die Kinder mal mit einem Kronleuchter hier begrüßen und habe den gebaut und dann sind es immer erstmal auch die Lieblinge für eine gewisse Zeit, bis dann das nächste kommt. Okay. Was schön ist, wenn ich Lust auf Bauen habe, dann kann ich auf fast alle Steine zurückgreifen. Ich musste nicht irgendwie warten oder sonst was und ich denke, das ist halt, glaube ich, das, was so den Traum ausmacht, wo ich sage, den Teil nehme ich dann auch gerne in Kauf, solange ich das hier noch im Hause habe, dass ich das jederzeit machen kann, wenn ich Lust dazu habe. Ja, Platzmangel ist groß. Man sieht ja, dass wir an allen Ecken und Enden Engigkeiten und Engpässe haben. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht irgendwo was runterreiße. Also es ist schon so, dass wir dringend neue Räume oder dass ich auch neue Räumlichkeiten brauche. Lego ist für mich halt der Kontakt zu meinen kindlichen Emotionen. Das heißt, das ist etwas, wo ich sagen kann, da kann ich mir Staunen zurückrufen, ich kann mir Begeisterung zurückrufen, ich kann Entspannung finden, ich kann Ruhe finden, Kreativität. Also letztendlich einfach die andere Seite von dem, was jetzt der Immobilienberuf vielleicht ausmacht, kann ich hier eben dann wahrnehmen und mal völlig abschalten und mich da auch mal dann für eine gewisse Zeit drin verlieren, aber immer wieder zurückkommen natürlich.